Guten Tag, guten Tag. Da drüben, gut. Dann wollen wir mal die Kontaktperson aufsuchen. In den Adonisgärten. Wo die schönen Kontaktpersonen warten. Ja, wir hätten vielleicht ganz normal langlaufen sollen. Na gut. Lass mich mal durch. Naja, ich muss hier mal zu den Gärten. Okay. Ja, ich merke das schon. Keine Fragen. Ich bleib lieber unbemerkt. Das stimmt. Icarus, was ist? Na? Das ist der richtige Ort. Okay, ist aber gut besucht hier wieder. Der Ort. Mann, diese Sucherei. Kann ich da außen lang? Ja, das sieht ganz gut aus. Hier lang? Nicht? Oh, ein Glück. Oh, hier ist aber richtig was los. Hier ist aber gut Besuch. So, hier oben bin ich. Kommt jemand zu mir oder nicht? Nee. Oh ja, ich schätze, mag ich sehr gerne. Wo denn? Ja, du hast mich verloren. Na? Und du verlierst gleich noch viel mehr als nur dein Leben, dein Ziel, meine ich. Dein Leben verlierst du natürlich. Ich bin nicht immer wieder. Kommt noch jemand? Nicht? Mist. Fast vergeudet. Ja, ich muss hier erstmal Ruhe einkehren lassen, bevor ich dich treffen kann, ne? Ja. Ist hier Ruhe? Sag bloß, der ist noch unter mir. Oh Gott, der ist noch unter mir. Mist. Hä? Warum kommst denn du nicht hoch? Na komm ran hier. Ja. Das läuft, Jungs. Oh, das läuft nicht so gut. Ja, das geht schon besser. Okay, hat er mich. Mist. Au. Mann, Junge, das tut doch alles weh. Hier bin ich. Ah? Oh, da. Ja. Hast du das so gedacht, ne? Da stirbt er einfach weg. Da stirbt er einfach weg. Feuer, ja. Verzeihung, tut mir leid. Wollte ich nicht. Du musst erstmal weg. Nein, nicht mich angreifen. Hui. Mann, du sollst mich nicht angreifen. Der hat mir ganz schön viel abgezogen, der Junge.
Wahnsinn. Okay, jetzt aber geht's. Halt, hier bist du, ne? Ja, natürlich muss ich anonym sein, ist ja klar. Ist ja klar. So, du brennst jetzt ein bisschen. Ah, ich lasse dich einfach nur ein bisschen brennen. Und jetzt nochmal ein Schlag, so zum Finale. Gut. Bin ich jetzt anonym, Freunde? Wie sieht's aus? Du bist Hekates Vertraute. Hast du das Wasser der Lethe? Ich habe es. Was macht es so besonders? Ein Mann, der davon trank, verlor nach einem einzigen Schluck den Verstand. Sterbliche trinken das Wasser der Lethe, um ihre Vergangenheit zu vergessen und in die Welt der Lebenden zurückzukehren. Doch Persephone lässt uns das Elysion nicht verlassen, solange sie selbst hier gefangen ist. Ich verlor meinen Seelenverwandten. Ich kann die Zeit nicht zurückdrehen, aber den Schmerz vergessen. Gib mir das Wasser. Ja, schwierig. Hier, trink davon. Auf dich, armer Theron. Mögen wir in Unwissenheit vereint sein. Ich muss sagen, ich fühle mich ein wenig benommen. Und wie soll ich dich jetzt zu Adonis bekommen? Na danke auch. Zum Glück kann ich noch plündern. Ja, zu Adonis müssen wir jetzt, ja? Kann sie noch klettern? Sie kann nicht mehr klettern. Okay, rausklettern kann sie noch. Das ist ja lustig. Wenn mich jemand entdeckt, dann war's das, ne? Aber so weit können wir es nicht kommen lassen. Hä? Wie komme ich mit ihr da runter? Einfach so. Gerutscht geht nicht, aber ja, das geht alles hier. Mann, denkst denn du? Ich kann mit ihr... Ah, ich dachte, das kann ich so wegschmeißen. Oh, cool. Das geht. Wenn man ein Fass aufnimmt, so ein Feuer, so ein Ölfass, drückt man LT und dann kann man mit RT das Fass dann wegschießen. Und wenn ich jetzt eine RT drücke, dann legt sie ganz sanft, legt sie die dann hin. Toll. Mann, ich muss erst 500 Stunden spielen, um solche Sachen rauszufinden. Unglaublich, aber toll. Aber richtig toll. So, dann klatschen wir dich da mal hin. Guck, ich mach's wieder ganz elegant, pass auf. Oh, diesmal mache ich es gleich so. Was ist mit ihr geschehen? Sie trank von dem Wasser der Lethe. Ich gab ihr die letzte Fiole. Was? Warum hast du das getan? Ja, sie versprach, sich der Rebellion anzuschließen. Hekate sagte, die Frau würde im Tausch gegen das Wasser die Rebellion unterstützen. Was nützt sie der Rebellion, wenn sie weder weiß, wer sie ist, noch wofür sie kämpft? Das klingt für mich nach einem von Hekates Streichen. Sie erwähnte den Namen ihres Geliebten. Theron. Der Sohn der Silberzunge? Nun, er war nicht zu retten. Aber bleibe in Hekates Nähe auf der Hut, Cassandra. Man kann ihr nicht trauen. Irgendwie kann ich ihr niemanden trauen, hä? Scheint's mir. Das scheint mir so. Können wir da vielleicht wieder eine Schnellreise nutzen? Ich bin ein Schnellreise-Junkie geworden.
Ich glaube, wir sind falsch gereist. Ich muss ja zu HKT reisen. Jetzt sind wir aber hier. Ach Mann, jetzt sind wir hier. Adonis, nein. Ich muss doch hierher. Na, dann halt nochmal. Jetzt sind wir aber richtig. Endlich sind wir richtig. HKT, du bist also eine Verräterin, aha. Na dann, zeig mal an. Ich habe bereits erfahren, dass du getan hast, worum ich dich gebeten hatte. Sehr gut. Und um welchen Gefallen hast du Cassandra gebeten? Persephone, Gerüchten zufolge hat das Wasser der Lethe seinen Weg zurück in das Elysion gefunden. Wage es nicht, dich herauszureden. Du bist die einzige Person, die weiß, was mir das Wasser der Lethe bedeutet. Es tut mir leid. Du könntest nie die Unwägbarkeiten göttlicher Schöpfungen wie das Wasser der Lethe begreifen. Aber ich werde deinen Beitrag nicht vergessen. Persephone, ich habe nur versucht... Von nun an werde ich dich besser im Auge behalten, Freundin. Du wolltest Adonis nicht helfen. Du wusstest, dass die Frau nach einem Schluck des Wassers keine Unterstützung mehr wäre. Die Frau versprach zu helfen. Das war keine Lüge. Und was meine Beweggründe betrifft, sagte ich dir bereits, die gehen nur mich etwas an. Doch wenn Sterbliche ihre Vergangenheit so verzweifelt hinter sich lassen wollen, sollte Persephone nicht die Macht haben, sie daran zu hindern. Ach, wir sind wieder mal der Spielball von jedem. Ich weiß nicht, wer hier recht hat. Die haben alle Unrecht. Mann. Wenn Sterbliche vom Wasser der Lethe trinken wollen, ist das ihre Entscheidung. Dafür brauchen sie Persephones Erlaubnis nicht. Ich habe dich nicht um deine Meinung gebeten. Ich muss jetzt allein sein. Ich brauche Ruhe von deinen geistlosen Worten. Na danke. HKTs goldene Armschiene. Noch ein Schluck. 140.000 wieder. Mann, ja, wir verfolgen alles hier. Jetzt gucken wir uns aber erstmal die Armschienen an. Die armen Schienen. Wo seid ihr denn, ihr Armschienen? Hier oben. HKTs goldene Armschiene. 21 Attentat, ja, 80 Crit. Erste Zivilisation. Wahnsinn des Ares. Plus 10 Sekunden Dauer für die Wahnsinn des Ares. Aber das ist doch unser Wahnsinn. Ach, das ist Ares Schlachtruf. Und das ist Wahnsinn des Ares. Okay. Wir haben 20 Sekunden, aber... Ich bin noch nicht überzeugt. Ich bin noch nicht von dem Wahnsinn überzeugt. Wirklich nicht. Wo? Jetzt müssen wir schon wieder mit HKT sprechen. Wie sich herausstellte, endete die Zusammenarbeit von HKT und Cassandra nicht mit den letzten Tropfen des Wassers der Lethe. Wirklich nicht? Wirklich? Ja, aber warum das denn? Was ist hier ein bisschen... Oh, mein Boot ist wieder hier. Mein Boot ist wieder hier. Ah, wie das so auf zauberhafte Weise... Kommt es zu der anderen Seite? Also wirklich Wahnsinn, wie das so funktioniert. Oh, dann machen wir hier mal in die Lücke. Komm, bis ganz hinter. Komm, ja. Und dann hoch mit dir. Wir müssen schon wieder mit HKT sprechen. Und dann werden die Adonis-Quests auch so lang sein. Und dann müssen wir wahrscheinlich gegen alle noch kämpfen. Und boah. Das ist ja endlos, das Gebiet hier. Wie lange spielen wir denn jetzt schon an Atlantis? Bestimmt, boah, 15 Stunden? Wahnsinn, Wahnsinn. Komm hoch mit dir. Na, hubbelt doch da nicht so rum. Was macht die denn da? Hat sie eine Pause eingelegt oder was? Guck mal. Oh. So. Oh, na.
hätte doch gleich da mit uns quatschen können. Aber nein, da muss er erstmal über unsere Worte nachdenken. Oder, oh Gott. So. Alte Hippe, was hast du diesmal? Wie redest du dich diesmal raus? Sag an. Oh, du gießt die Blumen. Du hattest Zeit für dich. Wie geht es nun weiter? Du erinnerst dich noch. Gut. Wir müssen Persephone noch an einer Stelle schwächen, bevor sich unsere gemeinsame Zeit dem Ende neigt. Ihre getreuen Anhänger sammeln sich in einem Dorf, nahe Persephones Umarmung. Dort findest du die jämmerlichsten Sterblichen im Elysion, die ihr völlig hörig sind. Stehen sie etwa in ihrem Bann? Vermutlich sind sie eher besessen, als dass sie in ihrem Bann stehen. Aber wenn du glaubst, dass du diese Sterblichen retten kannst, liegst du falsch. Persephones Griff ist zu stark. Ich bin gespannt. Jetzt wendest du dich gegen die Menschen. Ich tue alles um Persephone. Ja, dann müssen wir das zweite wählen. Was immer uns hilft, Persephone zu stürzen. Schön, dass du einsichtig bist. Und was schwebt dir für Persephones Anhänger vor? Gift im Wein sollte der Sache Genüge tun. Leider fraß ein Wolf den letzten Eisenhut in der Nähe. Du musst ihn erlegen und das Gift aus seiner Leber entnehmen. Es sollte dir nicht allzu schwer fallen, Zugang zum Symposion zu erhalten. Wenn du dort bist, solltest du dich unter die von Persephone besessenen Anhänger mischen, um nicht aufzufallen. Ich finde das Gift und verschaffe mir Zugang zum Symposion. Keine Sorge. Du wirst genug Zeit haben, zu verschwinden, wenn die Sterblichen mit dem Trinken beginnen. Viel Glück. Das ist das Gift. Und nun muss ich zu einem Symposium. Ja. Schon wieder. Ich glaube, den Wolf haben wir schon mal erledigt, oder? Oder ist es ein anderer Wolf? Das Schicksal von Atlantis. Die getreuen Anhänger Persephones waren eine leidenschaftliche, jedoch gefährliche Gruppe, die es auszuschalten galt. Dafür braucht es nur etwas Gift in ihrem Wein. Nee, war da eine Schnellreise? Natürlich nicht. Ah ja, doch hier. Wenn wir direkt zum Symposium gehen, dann haben wir natürlich das Gift schon. Warte mal. Den Wolf haben wir getötet. Und dann ist das Gift auch in unserer Hand. Irgendwo. Rezept. Letzten Worte. Was sieht denn nach Gift aus? Markuswein. Ja, das ist auch Gift. Da, Eisenhut. Ja, genau. Haben wir entdeckt. Okay, dann hoch da. Dass wir zu dem Symposion kommen. Und schwupps sind wir oben. Hallo, liebes Symposion. Gehen wir da mal hoch? Komm, wir gehen da mal hoch. Von oben ist immer alles viel besser. Viel besser. Und dann springen wir auf dem Dach ein bisschen hin und her. Die dürfen wir jetzt vergiften, das ist aber ärgerlich. Na gut. Komm. Verzeihung. Ein neues Gesicht. Bist du zum ersten Mal beim Symposion der getreuen Anhänger? Ja. Du musst nicht aufgeregt sein. Stell dich doch erstmal ein paar Leuten vor. Und dann stoßen wir auf die Neuzugänge an. Ach, wenn du nicht weißt, was du sagen sollst, erkläre doch, wer deiner Meinung nach besser zu Persephone passt. Adonis oder Hermes? Wir diskutieren schon seit Stunden. Keiner von beiden. Hallo. Vergifte den Wein mit dem Eisenhut. Okay. Sag mir, Fremde,
Wer glaubst du, ist Persephones Seelenverwandter? Der Gott oder der Sterbliche? Ist der auch neu? Ach komm. Hermes, er liegt Persephone zu Füßen. Den Göttern sei Dank. Endlich jemand mit Verstand. Hermes wird unterschätzt. Er würde Persephone bis ans Ende der Unterwelt folgen. Ja, er ist blind. Er ist richtig blind. Dann suchen wir mal noch so einen großen Trug. Persephone hat Adonis das allerschönste Boot geschickt. Oh ja, hier ist toll. Hier ist toll. Ja, das stimmt. Hier geht's natürlich nicht rein. Ja, da sieht sehr krügig aus hier. Hilf uns bei einem Streit. Wir haben gerade erfahren, dass Persephone ihren Palast erweitert. Sollte er in den Osten oder Westen des Elysions erweitert werden? Na, das ist natürlich eindeutig Richtung Westen. Sie sollte ihn nach Westen erweitern. Oh, danke. Wenn sie die minoische Architektur betrachten will, dann muss sie einen Westflügel errichten. Das ist doch aber logisch, also wirklich. So, jetzt fehlt uns noch ein kleines Krügelein. Gibt's da hier unten noch was? Ja, auf der anderen Seite. Das sieht gut aus. Das könnte gut sein. Lass uns suchen. Hallo, lässt ihr mich... Hä? Hier ist eine Wand, die lassen mich nicht durch. Das ist ja heftig. Hier kann ich nicht hoch. Ich kann hier überhaupt nichts machen. Was ist denn das? Die ignorieren alle meine Versuche. Komme ich da hoch wenigstens? Nee, ich kann gar nichts mehr klicken. Nichts mehr machen. Ja, wo ist denn dann der Wein? Was war denn da? Gepriesen sei Persephone. Wer erledigt die Drecksarbeit für Persephone? Wer spioniert und tötet für Persephone? Eure Gruppe? Was? Nein. Persephone würde das niemals wollen. Da bist du wohl falsch hier. Na gut, dann muss ich gehen. Ich sollte mich mit anderen unterhalten. Dann muss ich wohl gehen. Ja, den Krug haben wir schon hier. Mal schauen. Hier komme ich auch wieder nicht durch. Hey, liebes Spiel. Das ist ja jetzt ein wenig... Komm hier nirgends hin. Ne, mit dem habe ich schon geredet. Der kann nicht... Oder muss ich mit noch jemandem reden? Sehr komisch. Die kleinen Krüge bringen nichts. Und hier unten nach links bin ich da. Hast du gehört, dass Persephone Hades nicht zum göttlichen Symposion eingeladen hat? Was? Warum sollte sie auch? Er hat sie entführt. Na, also wirklich? Nein. Da ist ein großer Krug. Hallo. Na? Ich weiß, es sind alte Gerüchte, aber es heißt, Hekate wolle Persephones Thron an sich reißen. Was denkst du darüber? Ich glaube, das ist nur ein Gerücht. Sie scheinen gute Freundinnen zu sein. Da stimme ich dir vollkommen zu. Persephone braucht jemanden wie Hekate an ihrer Seite als Unterstützung. Kehre zum Anführer zurück, ja.
Ich will die doch gar nicht vergiften, aber... Aber das Spiel... So, Junge, jetzt erzähl mal hier. Wir sollten trinken. Also, alle erzählen sich, wie toll man sich mit dir unterhalten kann. Und wie viel du über Persephone weißt. Du wirst toll zu uns passen. Diese Menschen scheinen nicht so verderbt zu sein, wie Hekate sie beschrieben hat. Versammelt euch alle, um den neuen Anhängern zuzuprosten. Nee, das machen wir mal nicht. Wartet, der Wein ist ver... Also, ich habe ihn vergiftet. Nach unserem warmherzigen Empfang? Du bist keine Freundin. Wachen! Naja, gut. Aber wir haben sie gerettet. Wir haben sie gerettet. Mach doch nicht so einen Stress hier, Junge. So. Willst du auch noch? Nee, ne? Ja, geh du. Was, du willst wirklich gegen mich kämpfen? Was ist denn mit dir los? Jungs, was wollt ihr denn? Au. Na gut, wenn ihr das möchtet. Da bin ich doch der Letzte. Der was dagegen hat, nicht wahr? So, wir sollen entkommen. Aber in welche Richtung sollen wir denn entkommen? Lass uns mal eine Richtung wählen. Wir wählen diese Richtung hier. Ja, die Richtung ist so gut wie jede andere. Die Richtung ist ganz gut. Oh, hier ist so ein Platz, hä? Toll. Aber so ganz ohne Geländer, schwierig. Oh, wir fliegen! Das Symposion war nicht, was ich erwartet hatte. Wir fliegen. Jetzt fühle ich mich hinters Licht geführt. Die führen uns alle hinters Licht. Alle! Das sind alles Betrüger. Aber so richtig. Quests. Jetzt, oh, wir sind mit Hekate durch. Da können wir jetzt einen auf Adonis machen. Das machen wir aber erst in der nächsten Folge. Ne, Adonis. Wir könnten aber vielleicht schon mal in diese Richtung reisen. Zeig mal her. Aber eigentlich muss ich zwischendurch erstmal ein wenig... Ja. Vielleicht habe ich mich auch geirrt und hier ist gar kein Schmied gewesen. Und ich bin zurückgereist. Ja, also. Ich werde zwischendurch ein wenig spielen. Und werde hier in die Echtwelt reisen. Nee, hier. In die griechische Welt natürlich. Werde dann etliches verkaufen. Und werde leveln. Die sind ja alle... Ja. Okay, 73. Vielleicht spiele ich bis auf 74. Ich weiß es nicht. Mal sehen, wie das funktioniert. Und dann level ich. Und dann geht's weiter. Hier in Atlantis. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und bis demnächst bei Assassin's Creed Odyssey. Dankeschön. Und tschüss.